Bei Mitternacht fährst du die Runden oder gehst zu Fuß. Läufst sinnlos deine Strecke ab, weil du bist unruhig. Ja, der Tag ging schon wieder so schnell vorbei. Und erneut nicht alles auf der To-Do-Liste erreicht. Du hast wieder nicht geschafft, was du erreichen wolltest. Geschlafen, wobei du doch eigentlich gerade aufstehen solltest. Stich der Gesundheit deiner Psyche im Weg. Was wird es abzusehen? Ein riesengroßes Luxusproblem. Im Fitnessstudio Tonnen bewegt. Und für wen? Dies und dem musst du widerstehen. Okay, überall muss man sich benehmen. Kein Bock rauszugehen, deshalb weißt du nicht, wohin mit dir selbst. Weil in der WG die kleine Decke auf dein Kopf fällt. Alle feiern Oldies, verkehrte Welt. Lass mich in Ruhe mit deinem selbstgeerbten ganzen vielen Geld. Ich stell mir vor, wie ich flüchte mit nix aus einem Zelt. Dass ich irgendwo, wo bunte Pflanzen wachsen, aufstell. Mit ihren Sprüchen lerne und danach Geschichten erzähl. Du warst besonnen auf, kennst du diese Albträume auch? Du rennst und rennst und kommst nicht von der Stelle? Das Leben ist wie eine Novelle, ziemlich kurz. Alles kann sich zum Schlechten wenden. Einfach so mit deiner Lösung haben Novellen ihr Ende und finden Trost. Denn wenn ich mich nicht freue, dann regnet es auch. Also nimm dich nicht so wichtig. Lach dich auch mal selber aus, weil ziemlich schlechten Smalltalk, den führe ich auch. Geh die Tage endlich langsam an, nimm das Tempo raus. Keiner zwingt dich was zu machen außer dir selbst. Du entscheidest nur für dich. Ob du dich dazu gesetzt, es wird schon irgendwie. Ich weiß, du bist da drin. Dieser große Mensch, aber einsames Kind. Das Leben ist geschenkt, aber es gibt einen, der es nimmt. Deshalb genießt die Sonne an kalten Wintertagen und den Schatten großer Bäume, deren Kronenbeine alles überragen. Es sind die Dinge, die wir nicht wahr machten, die wir meist bereuen. Schau mal richtig hoch hinaus in Richtung dieser grauen Wolken. Siehst du nicht das ganze Blau? Mach endlich deine Augen auf. Ja, du schaust hinauf und lass dich endlich selber aus. Lass dich einfach fallen, nimm den Schmerz in Kauf. Zu deinen Stärken und auch Schwächen sollst du stehen. Alles ist ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Am meisten gelebt, hat auch am meisten erlebt. Meld dich bei deinen Liebsten, wie es wohl um sie steht. Nutze deine Zeit und lass die Stunden nicht vergehen. Die Tage sind nicht endlich. Alles ist schon abgezählt, am Ende meines Lebens werde ich alles erzählen. Vom Anfang einer harten Zeit, ich hab sie überlebt.